binden das hier vorne auch mal. Nicht wundern. Ich setze gleich die Slabs ein tiefer. Damit die hier so übergucken alle. Oh Mann, willst du mich verarschen? Och, ernsthaft? Okay. Slabs. So. Ich guck mal kurz. Nein, nein, nein. Die müssen noch ein tiefer. Hier müssen die hin. Weil, so kann ich nämlich immer dann den hier machen und mich verstecken. Und hier kommen nämlich nochmal wahrscheinlich solche, ja, werde ich so machen. Hier kommen dann nochmal solche Büffel drauf. Und hier muss ich gucken, wie breit ich das dann im Endeffekt mache. Ich glaube... Scheiße, ich weiß gar nicht, wie breit ich die Dinger da habe. Das ist alles gerade alles ein bisschen provisorisch. Um zu gucken, ob das alles so klappt, wie ich das vorhabe. Und wenn ich zum Beispiel gleich aufhöre zu spielen, dass ich weiß, was ich da machen wollte. Wenn ich so raus bin. Okay, die machen wir ein bisschen breiter. Ja, das ist es. Also so breit wird das gemacht. Das passt super. Und von außen kommen dann nämlich die Säulen dran. Das ist alles super. Also immer drei in einer Reihe. Das war's erstmal. Da brauche ich wieder neue. Okay. Gut. Aber das gefällt mir schon mal ganz gut. Das gefällt mir ganz gut. Und hier kommen dann... Kann ich hier vielleicht noch einen hinsetzen irgendwo? Hier kommen dann noch... hier kommt dann noch Glas rein. Super. Super. Dann können wir ja testweise auch mal hingehen und die hier nochmal ganz bis nach oben bauen. Super. Glas rein. Oh Gott, Leute. Dann gehen wir hier so durch. Ja. Mach nur noch ganz viel Stein. Ganz viel Stein. So. Ja. Und bei den Böppeln da, ne? Würde ich eigentlich noch gerne nochmal extra so Eisenstangen drauf machen. Ich weiß noch nicht, ob das dann doch too much ist. So. Nimm das Ding mal weg. Glas doch. Ja, hier brauche ich nochmal einen. Ich glaube, ich gehe mal hin. Ach, ich habe ja keinen Stein mehr. Ich doof. Warte mal. 1, 2, 3. Und hopp. So. Dann bauen wir nochmal. Habe ich genug ausgeleuchtet? Ja, wunderbar. Solange kein Golem kommt. Boah, hör mir auf, ey. Gerade habe ich sogar zwischenzeitlich... Boah, wir haben echt viel gegraben. Zwischenzeitlich voll vergessen, dass wir ja Hardcore spielen. Und es macht tatsächlich Spaß und manchmal wünsche ich mir, es wäre gar kein Minecraft-Hardcore, aber dann wäre es einfach auch nur wie jedes andere Minecraft, wo man vielleicht cheaten kann und du weißt schon. Das wäre dann halt auch voll doof. Und das ganze Ding hier können wir halt voll gut ausbauen. Und theoretisch könnte das der Weg später sein, in den Dschungel, wo wir ja den Wachturm bauen wollten. Minecraft hat einfach immer eine entspannende Wirkung. Das stimmt wirklich. Das stimmt so sehr. Ach so, warte. Ich finde es so krass, dass die Villager mir gerade wirklich einfach... Also, dass die einfach... Die haben es mir nicht gegeben. Die hat einfach ihr Zeug da hingelegt. Ich habe es genommen und habe es denen verkauft. So doof einfach. So doof. So, also das, was wir jetzt brauchen, sind Slabs und, ich nenne die immer Säulen. Wie heißen die denn eigentlich? Ja, Cobblestone Wall, aber es ist ja, ich mache ja da keine Wand mit. Ich nenne es einfach mal Säulen.
mal weitergraben kann. So. Mauern. Wisst ihr, was cool wäre? Es wäre wirklich cool, hätten wir so... ja, halbrunde Säulen irgendwie in Minecraft. Ich weiß, es geht nicht, weil ja eh alles immer eckig ist, aber es wäre trotzdem ganz cool eigentlich. Geht aber nur mit Mods. Ja, wir hatten das mit den runden Bäumen, glaube ich, auch bei Life in the Woods, oder? Nein, das hatten wir. Einfach allgemeine Möglichkeit, Säulen zu machen, ohne dass du sich... Weil das Blöde ist ja, du machst die Mauer nebeneinander und dann hast du halt eine Mauer. Und wenn ein paar Säulen nebeneinander mit so einer kleinen Lücke irgendwie machen könntest, das wäre schon ganz cool. Aber wir können die halt hier gut verwenden, glaube ich. Runde Bauteile in einem Blockspiel. Pan! Hast du aber zu viel Süßes gegessen? Es tut mir leid. Ich sag ja so halbrund. Es müssten so angeeckte Ecken sein. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ich das erklären soll. Ich sag dann mal gute Nacht. Gute Nacht, alle, die schlafen gehen. Wir machen auch nicht mehr allzu lange. Oh Gott. So, gucken wir mal. Ja. Haben wir genug Stacks erstmal. Muss eh noch ein paar Sachen wegbringen. So, Steine nicht, warte mal. 14 Stück haben wir schon. Ne, warte mal. Essen. Zack, zack. Ich mach das erstmal. Ich pack das erstmal hier rein. Egal. Pflanzen, dann kommt da rein. Sollte erstmal reichen. Dann gehe ich oben erstmal schlafen und dann mache ich mir Slabs und Mauern. Wobei ich gerade natürlich. Oh nö, echt jetzt? Du! Du Schwein! Geh weg! Ich kann nicht schlafen wegen dir. Ich kann ihn auch nicht töten. Ich gehe bestimmt nicht raus bei Nacht. Hoffen wir mal das Beste. So, angeeckte Ecken. Ja, ihr wisst, was ich meine. So angeschrägte Ecken, eckige Ecken, die abgerundet sind. Es gibt ja diese Zäune aus Steinmauern, die hätten nebeneinander Lücken. Aber sind natürlich etwas schmal. Nee, die nutzen wir ja gleich. Und wenn man die nebeneinander packt, dann haben wir keine Lücken, sondern da haben wir halt, ja, hier, sowas. Wenn du die übereinander machst, hast du hier so eine kleine Lücke. Es ist also möglich, ne? Aber halt falsche Seite. Leider. Ich würde gerne schlafen. Jetzt können wir. Bett nicht mitten in den Keller nehmen, ja. Ja. Hast du recht, hätte ich machen sollen. So, und wieder um ein bisschen wieder zu sparen, machen wir das so. Das ist gut geworden. Jo. Ich gucke jetzt erstmal, ob ich gleich, Entschuldigung, Slabs brauche oder Mauern. Ich glaube, Slabs sind erstmal wichtiger. Aber komm, wir haben heute echt gut was geschafft. Das ganze Rüberkarren von den Villagern wird... Ich glaube, das wird sogar ganz lustig werden. Vor allem zum Zuschauen, was ich selber machen muss. Wir wollten noch Sand sammeln. Wir brauchen hiervon noch ein paar. Hätte ich gerade eigentlich auch mit abbauen können. Jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Pan hat einen sehr tollen Humor. Ich habe eigentlich gar keinen Humor, glaube ich, manchmal. Nein, aber vielen Dank. Vielen Dank. Gut. Wo geht der denn hin? Ach ja, natürlich. Warum habe ich überhaupt gefragt?
Warum sind die so doof? So, eins. Oh! Na, meine Spucke verschluckt. Entschuldigung. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ich bin bei den Slaps immer so übervorsichtig. Eins, zwei, drei. Ja! Ja! Ich freue mich sehr drauf. Ich bin natürlich sehr, sehr happy. So, ganz kurz gucken. Hatte ich die 2 breit? Sie fängt wieder an zu erzählen. Oh, jetzt zu zählen. Jo, ja. 2 habe ich breit. 2. 1, 2. Es tut mir so leid, dass ihr das so tragen müsst. 1, 2, 3, 4. Ich kann zählen. 5, 6. 1, 2, 3. Lass mich in Ruhe. 1, 2, 3. 2, 3. Die Steps werden natürlich erstmal nicht reichen. Tanz. 12 kann bis 3 zählen. Ja. 2. Oh. 3. Hier kommt keiner mehr rein bei den Villagern. Das will ich ja mal meinen. Dann müssen die Villager erstmal vorher auch hier rein. Okay, hier bin ich mir nicht sicher, wie hab ich das da vorne gemacht. Warte mal. Okay, warte mal, ich mach mal hier 2er. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht. Ach, hier fehlt einer, deswegen. Okay, jetzt macht's wieder Sinn. 2 breit. Gute Nacht nochmal an alle, die jetzt schlafen gehen. Und ein paar mehr Mathelehrer hätte dich hier für den Rest vom Schuljahr nachsitzen lassen. Hä? Weil ich zähle? Ich sag dir, ich habe auch beim Abschluss. Und auch bei der Ausbildung, ich habe immer mit den Händen gezählt. Weil das kann mir keiner verbieten, mit den Fingern nachzuzählen. Ist einfach so. Ich bin sehr schlecht im Kopfrechnen. Deswegen ist es völlig okay, wenn man das... Das machen auch tatsächlich Leute, die jetzt sehr klug sind. Ist wirklich so. Die rechnen trotzdem mit den Fingern. Das hat jetzt auch nichts mit Dummheit oder so zu tun. Ich bin einfach super schlecht im Kopfrechnen. So. Ist das richtig? Ah, ich hätte hier erst anfangen müssen. Moment. Obwohl, das passt eigentlich auch nicht. Hier fehlt einer. Und jetzt fehlt da einer. Okay. Warte, kann ich das auch von unten machen? Ist da gerade irgendwo noch einer runtergefallen? Was hast du gelernt? Nichts! Nein, ich bin gelernte Mediengestalterin und gelernte Kinderpflegerin. Ich kann nichts. Nein. Also Mediengestaltung hilft mir natürlich im jetzigen Beruf. Wieso sage ich Beruf? Es ist ein Beruf. hilft mir das natürlich sehr. Okay, warte ganz kurz. Hier, ne? Soll ich das hier machen? Oder lieber hier. Warte. Einen Moment. Und das hier. So. Na, Leute. So, jetzt will ich nochmal kurz was ausprobieren. Wir holen uns gleich mehr Slabs. 3. Super. Ich bin happy. Ich habe gelernt, wie man eine Zyste aus Menschen entfernt und ich zähle noch an den Händen. Ich liebe dich für diesen Kommentar. Dankeschön.
Oh. Ja. So, guten Tag. Ich müsste einmal nochmal ganz kurz hier ran und den hier machen. Vielen Dank, hau rein. Ich bin gerade überlegen. Nee. Wir machen ein großes Haus, nicht mehrere kleine, ne? Oder? Ein großes Haus mit mehreren Etagen. Dann ist das, glaube ich, auch alles korrekt aufgeteilt. Dann, wenn ich einen Raum mache, ich meine, wir müssen auf jeden Fall Platz lassen für den Feld außen, das ist klar. Wenn ich aber einen Raum jetzt zum Beispiel mache, in dem ich nur die ganzen Geräte reinpacke, dann, ist hier echt, da müssen wir noch was überlegen. Ein Raum, wo ich die ganzen Geräte reinpacke, dann würden sich ja auch die ganzen Leute nur in diesen Raum aufhalten. Das heißt, ich kann besser traden und muss sie nicht alle irgendwie suchen. Oh Mann. Oder? Ein Raum für Merch. What? 1, 2, 3. Oh ja, Leute. Oh ja. Ist richtig, ja. 1, 2, 3. Wir haben so viele Häuser hier noch, aber wir haben nicht viele Villager tatsächlich. Das heißt, es sind schon ein paar gestorben und wir brauchen auf jeden Fall Nachwuchs. Das ist auch dann eins der Ziele, die wir hier haben. Oh oh, das Haus. Das Haus muss so weg. Wenigstens das Dach hier. Einen Moment. Ich fasse es nicht, dass ich das hier einfach aufbaue. Ich freue mich gerade voll, dass wir das gemacht haben heute. Drei. Und auch das wird nicht reichen. Das ist aber schön. Wirf den Jungs einfach Brötchen zu, dann machen die auch Snoo-Snoo. Entschuldigung. Ich glaube, du wolltest gar nicht, dass sich das reimt, aber es hat sich gereimt und es hört sich einfach nur so lustig und süß an. Aber ja, vielleicht, du meinst gebackene Kartoffeln, ne? Das geht aber auch mit Möhren und mit Brot, glaube ich. Und es sind, glaube ich, immer 8er-Stacks. Schade, das wird natürlich nicht bis dahin reichen. Bupp. Aber wir brauchen nicht mehr viel. Das heißt, ein bisschen Stein werde ich nochmal abbauen. Weil ich hätte wenigstens das Grundgerüst vom Vorhaben heute schon fertig. Wenn es für euch okay ist, natürlich nur. Ich wünsche, dass mit den Eisengolem wäre nie passiert. Ich wäre jetzt so stolz, dass wir schon so lange... Voll doof. Haben die Villager dann auch genug Auslauf? Ja. Natürlich haben die dann genug Auslauf. Mach dir da mal keine Gedanken. Das wird alles reichen. Da, 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 da. Sehr happy da, da. Sehr viel Stein haben wir hier abgebaut schon. Bin aber froh, dass wir mal wieder gestreamt haben. Die nächste Woche, die wird ja wieder ganz witzig werden. Ich sag ja, also in letzter Zeit, es ist einfach alles nur, terminlich sehr doof.
Muss ja gerade auf dem YouTube-Channel habe ich ja gerade eine kleine Pause quasi laufen, wo nur ab und zu was kommt, weil es nicht anders geht. Wie es in Zeit habe ich überlegt, weil so viele gefragt haben, dass wir vielleicht irgendwann mal im Stream das spielen, weil ich glaube, das Problem ist halt so diese langen Horrorspiele, wenn du da nicht sofort irgendwie am Ball bist, dann guckt die eh auch kaum einer bei dir. Und ich muss mir halt wirklich was einfallen lassen, genau wie der Erik halt, ne? Weil ich weiß, dass diese Spaßprojekte und so, da habe ich irgendwie auch in letzter Zeit viel, viel mehr Bock drauf. Wahrscheinlich wegen den ganzen Halloween-Streams, dass ich einfach gar nicht mehr so viel Bock auf Horror habe. Zum Beispiel Houseparty würde ich auch gerne wieder aufnehmen. Houseparty und Cooking Simulator hatten wir ja jetzt. Und dann hätten wir noch House Flipper und sowas. Und mal gucken, vielleicht finde ich auch mal irgendwas Neues. Ist auch ganz geil. Nimm dir die Zeit, die du hast. Das ist voll lieb, dankeschön. Ich gebe mein Bestes da irgendwie. Komm, das reicht erstmal. Das ist gerade einfach nur... So viel ist so unnötig. So. Ja, komm. Zur Sicherheit nochmal. Oh, dafür nehme ich jetzt nicht nochmal Eisen. Die Chance ist, Yandere Simulator wieder. Ich bin halt zu raus bei Yandere Simulator. Und bei Yandere Simulator muss ich gucken. Ups. Ich muss gucken. Ich gehe wieder rein. Ich muss gucken. Ich weiß es nicht. Also ich würde voll gerne wieder. Aber ich muss mir irgendwo... Ich muss mich durch diese ganzen Updates wuseln. Aber ja, würde ich gerne. Ich würde aber nicht einfach so wild drauf losmorden. Ich würde schon das Spiel gerne so spielen, wie man es eigentlich spielen soll. Oder halt irgendwelche Bugs ausprobieren und so. Da hätte ich schon Bock drauf. So. Dann. Den hier. Und. Den hier. Das haben wir heute alles geschafft. Wo ist mein Feld? Ja. Kann dir leider nicht helfen, ist leider irgendwie weg. Ein Moment. Also hör zu, die sollen ja alle innen drin sein bei uns. Also innerhalb dieser Mauern. Aber machen wir für einen vorübergehend eine Ausnahme. Wir bauen sein blödes Feld mal außen nochmal an. Pan Community, keine kann man die Musikfrage beantworten. Was für eine Musikfrage? Die Musik, die im Hintergrund läuft, die ist lizenziert tatsächlich. Da gibt es keine öffentliche Playlist von. Tut mir leid. Die ist von Epidemic Sounds. Da kann man sich halt auch so Abos und so abschließen. Also falls da Interesse besteht. Ich habe das jetzt Gott sei Dank übers Netzwerk. Ist voll lustig, wir kaufen auch immer so Stock-Images und sowas alles. Und dann Netzwerk so, hier ist übrigens der Zugang zu bla. Oh, wir mussten gar nicht für einen haben. Sehr, sehr lieb. Bin sehr happy, dass ich das Angebot nutzen kann. So, ich mache das jetzt mal nicht so groß, ne? Einfach, dass er sein blödes Feld wieder hat. Verdammt, sagt man sein blödes Feld? In einem Land, in dem wir gut und gerne leben. Na, komm. So, Typ. Komm mal her. Komm her. Komm, 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 komm. Du hast jetzt hier deinen Arbeitsplatz. Zack. Genau, geh mal hin. Pack das mal hier eben alles so lange weg. Und den hier natürlich auch. Zack. Und da freut er sich bestimmt gleich. So. Und das Gute ist ja... Dass er da hinten, den mache ich jetzt einfach auch ein Feld. Dann nehme ich jetzt das Teil hier mal weg. Dann mache ich den einfach auch ein Feld.
Und zwar direkt daneben. Warte. So, ich hoffe, das reicht noch. Natürlich kaputt gegangen. Ein Moment. Dramatische Musik. Ich mag euch sofort weiter. Slave. Verschenkt gerade ein Abo. Vielen, vielen Dank, Slave. Dankeschön. So. Warte mal. So. Muss ich jetzt echt kein Hackmack machen damit? Kannst du das bitte nehmen? Nein? Okay, warte, dann machen wir den hier. Super. So, Typ, du bekommst auch. Nein, was machst du denn? Nicht du! Nicht du! Oh, shit. Ich denke, das ist auch sein Feld, aber ist es doch gar nicht sein Feld. Sein Feld, ha! Es ist irgendwie so, als würdest du eine Arena bauen, wo du die Dorfbewohner kämpfen lässt. Setz mir keine Flausen in den Kopf. Dorfbewohner Wrestling. Boah. Typ. Machst du jetzt echt die Arbeit für ihn? Übrigens, da ist ein Noppen. So. Du machst jetzt seine Arbeit. Oh. Typ. Ganz kurz, was machst du denn da hinten? Da sollst du überhaupt gar nicht hin. Geh zu deinem Feld. Siehst du, und jetzt funktioniert das wieder nicht, weil du doof bist. Oh Mann, ey. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe alle die Dorfbewohner echt jetzt. Warum ist das Feld draußen vorübergehend, weil ich hier gleich bauen muss noch? Eieieiei. Und hier wachsen überall die Sonnenblumen. Ihr könnt mir nicht sagen, dass die schon vorher da waren. Die fallen mir jetzt erst alle auf. Keine Worte habe ich dafür. Keine Worte. So. Ich baue das jetzt mal von unten. Dann kann ich nämlich gleich die Säulen direkt setzen. 1, 2, 3. I am very glücklich. Oh Gott, okay, warte mal. Wie mache ich das am besten jetzt? Ich glaube, von oben klappt das nicht. Nope. Ein Herz aus Buddha, was auch verrottet. Vielen, vielen Dank für den Sub. Dankeschön. Auf jeden Fall. Reset. Dankeschön. So. Zack. Ich guck mal ganz kurz was. Ein Sekündchen. Ein, zwei. Vielleicht kann ich das so von oben machen. Vielleicht komme ich dann dran. Ich höre Geräusche, die ich gar nicht hören will. Und ich muss da diese scheiß Dorfbewohner alle hier hinkriegen. Also später. Ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Die von hinten, ne? Die Dorfbewohner. Die bekomme ich mit Booten hier rein. Das wird schon irgendwie klappen. Bei den Dorfbewohnern, die aber unten in der Schlucht sind, das wird problematisch werden. Ich wünschte, ich könnte die alle an eine Leine nehmen. Aber es geht leider nicht. So, apropos. Ich brauche... Muss die Slabs dafür nehmen. Warte mal. Jetzt habe ich ganz vergessen, dass ich ja hier auch dann einen Durchgang brauche. So.
Ich lasse das erstmal. Ich muss doch gucken, wie ich das am besten mache. Soll ich parallel einfach zu diesen Teilen da machen? Ich weiß, das ist gerade nicht besonders spannend. So. Dorfbewohner anleihen SM-Pan. Ja, mit Käsereibe erstmal, ey. Mit Käsereibe, Leute, ich sag's euch. Schön. Oh Gott, hier wird's eng. Achtung. Oh, dieses Haus. Scheiße. Ah, Hilfe. Warte, warte. Ich weiß, da ist die Tür. Wir müssen uns dafür irgendwas einfallen lassen. Keine Ahnung. Das Haus muss halt weg. Das Haus muss weg. Die Mauer muss hin. Entschuldigen Sie bitte. Gott. Entschuldigen Sie bitte, aber Ihr Haus muss leider weg. Wir wollten hier eine Mauer durchziehen. Und sie sind im Weg. Oh, das war's schon. Und ein Enderman unter mir. Okay. Ich werde für heute aber Schluss machen, weil wenn ich mich wieder einlogge, weiß ich, was ich hier machen wollte. Ich bin froh, dass wir hier oben alles fertig haben. Also, ne, die Slabs und sowas alles. Hier kommen ja diese Noppen drauf, so wie hier. Die kommen hier überall noch drauf. Also die Mauern. Und hier seht ihr ja... Wobei, warte mal, das hier kann... Das ist euch doch ein bisschen zu hoch. Ne, das war eigentlich richtig. Scheiße, warte mal, das war eigentlich richtig. Moment, Moment, das will ich noch nicht machen. Warte. Dadurch, dass ich ja hier diese Noppen auch noch drauf mache, passt das dann wieder. Dann komme ich hier so durch. Und wenn mich jemand jetzt mit einem Bogen angreift, dann mache ich einfach den hier. Hä? Lass mich in Ruhe. Hier ist natürlich ein bisschen doof, aber hier kann ich mich dann hinstellen, kann zurückschießen. Also, wird schon ganz lustig werden. Ich muss mal ganz schnell zum Haus zurück. So. Hast du schon Minecraft Earth auf dem Handy gespielt? Nein. Nein. Pa macht Schluss mit uns. Nein! Denk nichts Falsches bitte. Keine Sorge. Ich bin echt froh, dass so viele wieder beim Stream dabei waren. Es war eine schöne Zeit, die wir dann zusammen haben. Jetzt gehe ich erstmal pennen. Ja. So ungewohnt, Minecraft Schluss und es ist noch dunkel draußen. Oh, oh Gott. Ihr seid echt alle geschädigt vom Erik. Guck mal. Ganze Dinge haben wir heute gebaut, oh Gott. Und es ist nicht rund, es ist... Ja, es hat wieder diese komische Form bei mir. Es ist das Oculus Rift Zeichen. Nein, keine Ahnung. Es ist super seltsam. Auch ein Popel. Aber ja. Soweit sind wir. Wir haben den Stream überlebt. Aber jeder weiß, es sind immer die zweiten Streams, die mir zum Verhängnis werden. Hoffen wir, dass es diesmal wieder nicht so ist.